Herr Mayer, rund um die Panzerlieferungen an die Ukraine kam zuletzt das Spannungsfeld zwischen Europa und den USA aufs Tapet. Wie gestört sind eigentlich die europäisch-amerikanischen Beziehungen? Die waren ja nicht immer gestört. Man kann sagen, 6. Juni 1944, Landung in der Normandie, kamen die Amerikaner als die Befreier. Sie waren ja die Befreier Westeuropas, nicht? Die Sowjetunion hat zwar Deutschland besiegt im Osten, aber natürlich keine Freiheit gebracht, sondern die Fortsetzung der Unfreiheit unter anderen Mitteln. Und die Amerikaner waren die großen Befreier. Und das spielte schon eine ganz positive Rolle, die dann überging in den Marshallplan, wo die Amerikaner wirtschaftlich unglaublich Europa beim Wiederaufbau gestützt haben. Aber gleich nach dem Krieg fand die erste Diskussion statt in Frankreich, unter den Existenzialisten, zum Beispiel Sartre. Sartre konnte sich nie entscheiden, er liebte Amerika und doch nicht. Und dort ist eigentlich der Anfang, nicht bei den Deutschen. Die Deutschen waren ja eigentlich froh um diese Amerikaner. Denken Sie nur an die Luftbrücke. Ich meine, das wird oft vergessen, wenn man da so seinen Anti-Amerikanismus pflegt. Ich meine, die Amerikaner haben dieses West-Berlin ein Jahr lang durchgefüttert. Unter unglaublichem Aufwand. Es gab auch Tote, Piloten. Also, es hat alles eine positive Vorgeschichte, die in der 68er-Bewegung dann brach mit dem Vietnamkrieg. Der Vietnamkrieg war dann die Möglichkeit der jungen Generationen zu sagen: Seht mal, die Amerikaner, eigentlich die Bösen. Man konnte ja zwar gegen die Sowjetunion demonstrieren, aber es war natürlich viel wirksamer gegen die Amerikaner, die ja im Westen selbst waren, zu demonstrieren. Das ist ja das Wesen des Protestes, ist, dass man gegen die protestiert, die einem die Möglichkeit geben zum Protestieren. Das ist die Freiheit und die demokratische Gesellschaft. Also ich würde schon sagen, der Anti-Amerikanismus heute ist letztlich eine Bewegung, eine Grünlinke geworden. Wie soll ich sagen, ihren Antikapitalismus zuerst mit einer Idee vom dritten Weg des Sozialismus, also demokratisch und sozialistisch, ein Aberwitz. Und jetzt natürlich mit der Klimabewegung antikapitalistisch eingefärbt. Das ist die Problematik, vor der wir im Moment stehen. Aber gleichzeitig sagen manche, dass dieses letzte Jahr, dieser Ukraine-Krieg, dass der den Westen so sehr geeint hat, wie in den letzten 20, 30 Jahren zuvor nicht. Und auch wenn man auf die Grünen in Deutschland zum Beispiel schaut, die vorher sehr amerikakritisch waren, die sind jetzt doch auch sehr positiv, was die Beziehungen zu den USA und die Allianz mit den USA angeht. Es wurde natürlich etwas deutlich, dass wir immer unsere ganze Sicherheit in Westeuropa, die Schweizer auch, die immer denken, sie leben eigentlich außerhalb der Geschichte, nicht? Aber dass wir in dieser aktuellen Geschichte und jetzt ganz besonders eigentlich auf Kosten der Amerikaner leben, die Sicherheit garantieren. Also der Anti-Amerikanismus, er ist da. Man spürt ihn in der Klimabewegung ganz eindeutig. Es ist der Antikapitalismus, dann die Antikolonialbewegung, der alte weiße Mann. Es läuft alles auf das hinaus. Und gleichzeitig merkt man, die Sicherheit ist garantiert durch die Amerikaner, durch den Nuklearschirm der Amerikaner. Nicht Nuklearschirm der Engländer oder der Franzosen, sondern der Amerikaner. Und die Amerikaner garantieren seit mehreren Generationen die Sicherheit Westeuropas und Europas jetzt. Das wissen natürlich vor allem die Osteuropäer, vor allem die Balten oder jetzt die Finnen, die dazu zur NATO gehen wollen, was NATO anderes als eine Organisation, die auch wieder auf Kosten der Amerikaner wirksam ist. Und da ist im Grunde genommen wäre nötig, dass wir uns ein neues Bewusstsein schaffen, dass wir sehen, was dieses
Amerika bedeutet. Aber wir lesen, dass die Amerikaner eigentlich ein Interesse hätten an diesem Ukraine-Krieg. Eine totale Perversion. Warum sollen die an dem ein Interesse haben? Na gut, manche sagen, dass für die Amerikaner eben immer noch Russland der große Rivale sei und deswegen die Amerikaner zum Beispiel ein Interesse daran haben, dass Russland auseinanderfällt, weil sie dann diesen großen Rivalen für lange Zeit erstmal los sind. Um die Frage noch etwas differenzierter zu stellen, es gibt doch schon Unterschiede in den Interessen der Amerikaner und den Europäern, was auch diesen Krieg angeht, oder nicht? Überhaupt nicht. Es gibt Interessen der Amerikaner, vielleicht weniger Interesse zu haben, weil ja der Krieg tausende von Kilometern von ihnen weg stattfindet. Also das ist ja das Bemerkenswerte, dass die Amerikaner sich derart engagieren. Aber ihr Diskurs, der antiamerikanische Diskurs, auch sie reden von Rivalen. Russland ist kein Rivale. Russland ist ein Feind. China ist kein Rivale. China ist ein Feind. In Deutschland, in der Schweiz, in Westeuropa redet man von Rivalen, nicht? Und man redet von Autokratien. Tönt gut, nicht? Demokratie, Autokratie ist eigentlich noch nahe beieinander, nicht? Könnte man fast verwechseln. Es handelt sich aber um Demokratie bei uns, in den USA, im Westen und Diktaturen, die totalen Diktaturen. Wobei die chinesische total, also sowas gab es noch gar nie, so einen Totalitarismus, bis in die digitale Kontrolle des einzelnen Bürgers. Das ist unglaublich. Und Russland, eine faschistische Diktatur heute, jedenfalls mit vielen faschistischen Zügen. Das kann man sagen, mit einer Führerperson, die offenbar niemandem verantwortlich ist. Das ist auch noch interessant. Also das ist die Situation. Unsere Interessen sind noch viel existenzieller verbunden damit, dass die Ukraine bestehen bleibt, ihre Souveränität hat, als der Amerikaner. Aber die Amerikaner fühlen sich verantwortlich für den Westen. Ich bin wirklich der Meinung, es braucht Kräfte, die mal ein positives Amerika-Bild wiederbilden, das es ja mal gab. Damit begann ich ja. Wie die gelandet sind in der Normandie, selbstverständlich auch Polen, Franzosen, natürlich Engländer. Das ist klar, dieses Churchill-England war eine Heldennation. Aber ist lange her. Ja, ist lange her, aber so lange ist es ja auch im Prinzip nicht her. Nicht? So lange es ist ein Menschenalter her. Was ist das? Also wir haben immer noch Menschen, die sich erinnern können. Und da läuft etwas ganz, ganz schief in der jungen Generation. Sie wollen die Zukunft gestalten. Wunderbar. Aber Zukunft kann man nur gestalten, wenn man Herkunft kennt. Und die Herkunft hat zu tun mit der Befreiung durch die USA. Nur wer Herkunft hat, hat Zukunft. Herr Mayer, wir setzen das fort.